und herzlich willkommen zu einer Schultour durch die Delta Secondary School in Kanada. Ich bin Anastasia und schon seit 8 Monaten im Ausland. Insgesamt bin ich für 10 Monate in Kanada, Vancouver, British Columbia. Heute zeige ich euch meine Schule, die Delta Secondary School in Ladner. Es besuchen ungefähr 1200 Schüler die Schule und das Gebäude hat 2 Stockwerke. Mein Lieblingsort ist die Bücherei. Im Flur befinden sich zahlreiche Spinde, wo man nach der Schule seine Bücher lassen kann. Ein weiterer Fun Fact: Freitags läuft vor Schulbeginn immer Musik im Gebäude. Mein Lieblingsfach ist definitiv kreatives Schreiben, obwohl mir Psychologie und Law auch super gefallen. Statt Kreide benutzen die Lehrkräfte hier Whiteboards oder arbeiten mit Laptops, die den Schülern während der Schulzeit zur Verfügung stehen. In diesem Klassenraum habe ich Spanischunterricht. An den Wänden hängen viele hilfreiche Poster und der Klassenraum ist sehr bunt gestaltet. Mir gefällt vor allem die Atmosphäre hier. Auch mit meinen Lehrern komme ich sehr gut klar. Ich kann sie immer um Hilfe bitten oder Fragen stellen. Das ist mein Kunstklassenraum vom letzten Semester. Das Schulsystem ist hier genau wie in Deutschland in 2 Hälften geteilt, mit 2 Zeugnissen pro Schuljahr, den sogenannten Report Cards. Die Kunsträume befinden sich im unteren Erdgeschoss der Schule, aber Kunst findet man hier überall. An jeder Ecke sind kleine Anzeigebildschirme angebracht, die einen über die tagesaktuellen Clubs und Ansagen informieren. Außerdem könnt ihr hier eine weitere Aushängetafel sehen von der Literaturabteilung, wo unter anderem Bücherempfehlungen ausgehangen werden. Das ist mein Chemieklassenraum. Der Lehrer bereitet sich gerade auf den Unterricht vor. Auch hier sind viele Poster an den Wänden und der Raum ist mit zahlreichen Geräten ausgestattet. Obwohl mir Chemie nicht ganz liegt, ist der Unterricht spannend gestaltet und gut erklärt. Viele Lehrer arbeiten mit Handouts, ähnlich wie bei einer Vorlesung. Zwischen den einzelnen Schulstunden ist viel auf den Fluren los. In der Mittagspause treffe ich mich mit meinen Freunden in der Cafeteria. Entweder man bringt sein eigenes Lunch mit oder man kauft sich etwas in der Schulkantine. Hier könnt ihr nochmal Werbung für den Alliance Club sehen. Der Delta Secondary School oder kurz DSS ist es wichtig, dass jeder mit Respekt behandelt wird und sich akzeptiert fühlt. Das Maskottchen in meiner Schule ist das Rennpferd. Deswegen werden wir Schüler gerne als Pacers bezeichnet. Auch unsere Schulsportteams in Basketball, Volleyball und Lacrosse heißen Pacers. Auf dieser Pinnwand im Eingangsbereich werden die Clubs der Schule vorgestellt. Dazu gehört der Interact Club, Dungeons & Dragons Club, Student Government und der Alliance Club. Die Clubs eignen sich als eine hervorragende Gelegenheit, um Kanadier kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. Zum Schluss noch einmal ein Ausblick von oben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meiner Rundführung und auch etwas Lust auf ein Auslandsjahr bekommen. Schaut euch gerne weitere Videos von mir an. Wir sehen uns! Mehr Infos zu dieser und vielen weiteren tollen Schulen findest du auf der Homepage von Kulturwerke Deutschland, deinem Partner für erstklassige Auslandsaufenthalte.